Hallo, grüß Gott, buenos dias, buenas tardes, liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, liegen, stehen, rumklettern und jetzt eingeschaltet hier haben beim Ibiza Kurier YouTube-Kanal. Mein Name ist Friederike, ich arbeite für den Ibiza Kurier, das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera, gibt es seit 2013 und wir berichten über lokales Geschehen von Ibiza und Formentera. Wenn Sie den Ibiza-Kurier noch nicht kennen, unterm Video hier ist ein Textfeld und da gibt es ein paar Links, die Sie weiterführen auf unsere Webseite und da können Sie sich dann auch mal 3 Gratisausgaben downloaden. Im Moment erscheint der Ibiza-Kurier nur als digitale Ausgabe, normalerweise erscheinen wir auch als Print, aber da die aktuelle Situation auf Ibiza immer noch sehr, sehr schwierig ist und viele Verkaufsstellen geschlossen haben und generell die Insel ziemlich verlassen ist, im Moment eben nur auf digitalem Wege. Und hier stehe ich heute im Januar, auch wenn es vielleicht nicht so ganz aussieht. Also wenn Sie sich den Himmel anschauen, könnte es auch Februar sein, aber es ist immer noch, es ist Januar. Und stehe hier mitten im Dorf von Santa Gertrudis. Santa Gertrudis ist ein Dorf auf Ibiza, mitten auf der Insel. Und da wollte ich heute mal einfach hier ein bisschen über den Dorfplatz laufen, gucken, was los ist, was offen ist. Denn dafür ist unser YouTube-Kanal gedacht, dass Sie eben unabhängig von der Zeitung auch ein bisschen hier mit erleben können und mit erfahren können, wie es auf Ibiza im Moment aussieht und was hier los ist. Und wie Sie sehen, es ist nichts los. Dafür blüht der nickende Sauerklee schon. Und auch die eine oder andere Mandelblüte habe ich auch schon entdeckt, die eigentlich erst so ab Februar rauskommen, aber es ist warm, es ist sonnig, es hat auch viel geregnet. Scheinbar sind die Umstände günstig für die Pflanzenwelt und die Weichen sind gestellt für also einen sagenhaften Frühling. Und auch hier, ja, geht es schon los mit dem Frühling, wie Sie sehen können. Das Schöne an Santa Gertrudis ist wirklich, dass man hier viele Elemente des alten historischen Ortes noch findet. Also ein ganz arg uriges, rustikales Örtchen. Und man sieht es auch hier an diesen typischen Steinmauern. Das ist also typisch für Ibiza. Hier haben wohl ein paar nicht so gut geparkt. Da ist ein bisschen was weg von der Mauer. Aber man findet also im Ort überall noch Bestandteile von früher. Und man fühlt sich auch wirklich in die Zeit zurückversetzt, als wäre hier die Zeit ein bisschen angehalten. Santa Gertrudis. Santa Gertrudis im Winterschlaf. Gucken Sie mal, ein schöner Himmel. Nur ein weißer Strich. Aber an dem halten wir uns jetzt nicht auf. Im Sommer ist es natürlich auch ein Shopping-Hotspot hier. Viele kleine, süße Boutiquen mit Handwerkskunst oder typischer Inselmode. Jetzt ist nicht so viel offen. Da sehe ich ein bisschen Hippie-Westen, Tribal Art und eine Katze oben auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob Sie die schon gesehen haben. Da kommt sie sogar. Hallöli. Oh, Katze. Ui. Contigo, puede bajar. Ah, sí? Ja. Willst du runterkommen? Ja, muss ein bisschen warten, bis du bist ja schön langsam und so. Und dann kannst du den
Ich versuche, dass er da selber kommt, aber mal sehen. Mutzele. Der kommt jetzt ganz groß raus, der ist nämlich jetzt hier in unserer Videoreportage. Wir machen gerade für den Ibiza-Kurier einen kleinen Rundgang durchs Dorf. Ja, der ist ganz berühmt, der Oreo. Oreo? Oreo, Jung. Und der wohnt bei dir auf dem Dach? Nee, der wohnt bei den Nachbarn. Ah. Bei den Ferrers. Und dann geht er hinten durch. Oh, Butzele. Wie er dann wieder zurückgeht, weiß ich dann nie. Oreo. Oreo. Kann ja, sonst lernen. Ist ja nicht so viel los im Ort, ne? Heute nicht, weil Costa geschlossen ist. Ah, okay. Ja. Aber du hast offen. Ich habe offen. Du lässt auch offen? Ja. Ja. Da sind sie auch offen und da sind sie auch offen. Okay. Und jetzt das Einzige, was wir hier haben, ist Olivans. Für Sandwich-Menü. Yes. Wie heißt du? Entschuldigung, wenn ich frage. Rachel. Rachel, du bist jetzt bei uns Rachel. Mit auf dem Video. Okay. Spanisch. Ja, RTL2, Deutschland. Nein, RTL Spanisch. Spanisch. Spaß. Ja. Nee, wir wollten eigentlich. Oh, die kleine Katze hier. Der Oreo. Oh, wir wollten eigentlich den Oreo retten. Genau. Oh, genau. Der ist ja auch entspannt. Ja, dich kennt er auch. Ja. Du hast hier Tribal Art, yes. Habe ich gesehen am Schild. Da gehört auch sowas dazu. Das ist meine Tochter. Das ist jetzt die neue Generation. Ne? Okay. Ja, wie lange so seid Sachen ihr hier von, schon? Guck mal, das ist sehr interessant. Hier ist ein Spiegel. Von einem alten Goldschmuck, indischen Goldschmuck, hat sie das auf Textil appliziert. Ich zeige dir, dann den Goldschmuck. Du bist größer, wie ich, wenn du das soll drehen kannst. Ja. Siehst du, dann siehst du innen. Ah, okay. Ach, okay. Und jetzt zeige ich dir mal den Schmuck. Ja, klar, ich komme mit. Draußen ist es wärmer als drinnen. Ja, da war mal der Pferdestall. Das ist echter alter indischer Schmuck? Mogul, den deine Tochter Mogul. Auf Textil. Auf Textilien überträgt, die aber, diese Muster. Ja, ja. Und die kann dann auch zu jeder Bedeutung was sagen. Das heißt, es ist jedes ein Unikat, ne? Jedes ein Einzelstück. Ja, das sind die Füße Buddhas, die dann auf dir ruhen. Ja. Und hier, das ist Lord Krishna. Lord Krishna, Srinathji. Mhm. Da habe ich einen Srinathji. Das ist Lord Krishna. Welcher? Wo? Da. Aber das ist ein ethnischer, ne? Darf ich den kurz abhängen und zeigen? Ja. Srinathji ist Lord Krishna. Siehst du das dunkle Gesicht? Er war ja blau. Er war blau? Ja. Warum war er blau? Der ist überall blau, Krishna. Der war ein Gott und der war halt blau. Mhm. Ja. Ich lege es vorsichtig hier hin, du darfst also es einfach wieder dunkel, weißt du, eine dunkle Hautfarbe. Bist du in Indien viel gewesen, dass du dich da so gut auskennst? Du, am Anfang waren wir alle in Indien und dann Bali, Asien, so. Aber also immer ich Ibiza. Vorher noch Afghanistan. Okay, und du hast dich dann für Ibiza entschieden? Ja, wegen der Schule, wegen den Kindern, weißt du, wegen der Erziehung, wegen ein bisschen Europa. Und welcher Gott ist das da oben? Das ist 3000 Jahre alt, das ist afrikanisch. Sieht so nach einem Phallus-Symbol ein bisschen aus. Ist eine Frau, gell? Das ist die größte. Aber es ist afrikanisch, ist nicht... afrikanisch, ja. Ja, das Nock. Eine geht ohne das andere ja nicht. Nock. Also, Nock. Nock heißt diese Gottheit. Aha. Die Stämme. Das ist gar kein Stämme. Laden, das ist ein Tempel ja, hier. Da hast du viele Tempelsachen hier. Viele schöne Tempelsachen. Haben wir das schon gezeigt? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also von ganz klein bis ganz groß? Von ganz klein bis ganz groß. Ja. Da hat es so kleine Afghanen hier. Und das bringst du von deiner Reise diese mit? Diese kleinen hier, die sollte man eigentlich mit einer Lupe anschauen. Was sind das für kleine Afghanen? Sind das so Beschütz zum Schutz? Oder? Auch, aber die wurden benutzt, um das Opium zu wägen. Opium. Zu wiegen? Wiegen. Ja. Okay. Das sind Opium mit dem Wächter.
Das ist eine Schildkröte. Das ist eine Schildkröte, das Laos. Da wurde das Opium auch. Boah, die wiegt aber was. Aha. Die hat aber viel Opium-Intus. Aha. Die ja, je nachdem hast du mehr oder weniger. Ja. Interessant. Also in deinem Laden, da kommt man nicht mehr raus, wenn man einmal drin ist. Ich sehe schon. Was hat bewegt dich denn? Habt ihr jetzt diese Saison im Winter durchgehend geöffnet oder werdet ihr jetzt auch zumachen demnächst? Das ist mein Haus, mein Home. Dein ich komme her jeden Tag, wie ich will. Wenn es ganz schlechtes Wetter ist, so Februar und so, dann bleibe ich vielleicht zu Hause. Okay, ja? Aber sonst findet man dich immer hier. Aha. Das ist gut zu wissen. Weil ich bin gerne offen, wenn sie alle geschlossen haben. Und für jede Wetterlage auch was dabei. Also ja, genau. Das sind jetzt, auch. Wo kommen die her? Aus Marokko. Das sind handgestrickte marokkanische Hüte. Da kannst du auch spielen damit, ne? Spielen? Was kann ich spielen? Weißt du, da so hoch und runter und die ist bequem. Lang und kurz und warm. Ja, der Kuh. Ui. Hola. Einmal die Frisur wieder gerade. Ach ja. Liebe Raquel, oder heißt du Rachel oder Raquel? Oder? Du, die Engländer sagen vielleicht Rachel, aber Schweizerdeutsch ist Rachel. Rachel, du bist Schweizerdeutsch. Wie the Jewish people, ja? Yeah? No, du bist same. Aus der Schweiz, ursprünglich. Okay, gibst du mir das mal mit? Dann packen wir nämlich unter das Video noch die Infos zu deinem Geschäft. Ja, im Zentrum von der Insel, gell? Ja. Vis-à-vis vom Costa. Genau. Ich brauche eigentlich keine Werbung. Nein, jeder, der ein Schinkenbrötchen isst, kommt automatisch an deinem Tempel nicht vorbei. Ne? Ja. Darf ich dir noch eine Zeitung da lassen? Ich weiß nicht, ob vielen ihr den Dank, ich kenne das. Ich hatte euch schon mal. Genau. Da war ein ganz cooles Mädchen, das da mal kam. Aber die ist jetzt Mutter, hat Kinder und ist auch schon wieder 20 Jahre älter. Genau, geht schnell. In diesem Sinne, hast du deine E-Mail drauf hier auch? Ja. Dann schicke ich dir einen Link. Ja, wenn könnt ihr WhatsApp. Telegram? Wie heißt du? Friederike. Friederike, freut mich. Und du, deine Assistentin? Die heißt Sophia. Die heißt Sophia. Genau, die ist aber jetzt hinter den Kulissen. Ja, genau. Die kannst nur du sehen. Ja. Sie können die ja leider nicht sehen. Ja. Wir gehen mal ein bisschen in die Sonne raus noch. Wir waren gute auf dem Idee. Weg. Gute Idee, Mädchen. Und gucken, was noch so los ist, wie viele Katzen wir noch heute ist wenig los, ne? Aber das ist ein sehr gutes Restaurant. Aber die sind jetzt leider geschlossen. Bar Milagros. Die Bar Milagros. Wunderbar, ne? Milagros heißt Wunder. Und die Bar Costa hat jetzt auch zu? Morgen ist die offen. Ach so. Wenn ihr morgen kommt, morgen ist Action. Dann kommen wir morgen nochmal. Ich würde morgen kommen. Wenn morgen dann ist Action. Ein bisschen, ja. Klar, weil wenn auch, das so ist, alles tot. Also der lebt wirklich der Ort von der Bar Costa, oder? Aha. Hauptsächlich. Aha. Das ist wirklich der Magnet für viele. Für ganz viele. Mhm. Die ganze Insel kommt hierher. Klar. Ja. Der ist der Einzige, der jetzt irgendwie noch einen Ofen hat. Wobei jetzt mit Covid-Pass-Fragen und so, das wird, ich weiß nicht, was danach passiert. Fragen Sie denn oder fragen Sie nicht? Wenn du reingehst, ja. Okay. Draußen, dann muss draußen ich, noch nicht. Dann muss ich wohl draußen bleiben. Ja, je nachdem, mit wem du reden Ihr kennt kannst. Euch, ja. Ja, ja. Man kennt sich ja. Und, ich kann Sie eigentlich anklagen, wenn Sie mich. Genau, weil sie sind nicht befugt, solche Informationen von dir einzuholen. Ja, das fällt unter Datenschutz. Schon gar nicht. Genau. Richtig. Genau. Das wissen die auch. Ich habe es ihnen allen erklärt. Ja, das ist gut. Einer, der Aufklärung macht hier im Dorf, finde ich gut. Unbedingt, weil juristische Aufklärung, was eigentlich unsere Rechte sind und wer was darf und wer was nicht. Die müssen wir wirklich jetzt in die Hände nehmen, weil die Leute wissen nicht mal die Rechte, die sie haben. Ja. Na, wir haben Recht. Wir haben Recht. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Okay. Also kommt sonst noch vorbei, wenn ihr was braucht. Vielen gell? Dank. Tschüss. Tschüss. Hasta luego. Also die berühmte Bar Costa macht dann wieder auf und da gibt es dann die Schinkenbrötchen. Der Tabakladen hat offen. Klar. Hier gibt es sogar noch eine Telefonzelle. Da muss ich mal gucken, ob die funktioniert. Das kann ich nicht verstehen. Oh. Hallo? Ja, ja. Kommunikation, die begeistert.
Ein Relikt aus der Vorzeit. Aber ich habe ja gesagt, man findet hier noch viele historische Elemente in Santa Gertrudis. Das ist eins davon. Wir sind jetzt auf dem Plaza de la Iglesia, also auf dem Kirchplatz. Das ist auch der einzige Platz, also auf der Plaza. Weihnachtsdeko und hier sitzen tatsächlich Leute in der Sonne und genießen ihr Frühstück oder ihr Mittagessen und ihren Kaffee. Hier ist also ziemlich voll. Gut, schönes Teil. Oh, da ist noch eine Katze. Die sind sehr zutraulich hier in Santa Gertrudis, die Katzen. Okay, so, was los ist. Kleines verschlafenes Örtchen. Und hier ist der Friedhof, da ist der Spielplatz, alles an seinem Platz. Hier sind die Mandarinen reif, wobei alle, die in meiner Reichweite sind, wurden alle schon geerntet. Aber hier ist es. Nee. Aber das sind die Früchte des Herrn. Ich glaube, die sind beschützt oder die sind, da kommt dann dieselbe Problematik zustande wie damals mit Adam und Eva und der Schlange und dem Apfel. Also ich möchte mich jetzt hier nicht in die Nesseln setzen, deshalb lasse ich das jetzt. Friedhöfe finde ich ja besonders spannend. Vor allem in der Corona-Zeit hab ich mich ausgiebig mit dem Thema Friedhöfen beschäftigt. In unseren vorherigen Folgen hier auf YouTube haben Sie es vielleicht mitverfolgt. Ich war mehrere Friedhöfe besuchen auf der Insel und habe dort einfach ganz schnöde eine Strichliste geführt, wie viele Gräber 2017, 18, 19, 20 belegt sind, mit welchen Jahreszahlen. Und da habe ich keine Übersterblichkeit feststellen können. Vielleicht möchten Sie das bei Ihrem Friedhof auch mal ausprobieren. Einfach gucken, wie viele Gräber kamen neu hinzu in diesem Jahr, im nächsten Jahr, im Folgejahr. Und 2020 war sogar geringfügig weniger Gräber als in den vorigen Jahren. Jetzt mit 2021 sind die Karten ja nochmal ganz neu gemischt worden, weil die Impfungen ins Spiel gekommen sind als weiterer Faktor, wo noch sich noch nicht ganz herauskristallisiert hat, wie stark sich die Impfungen auf die Sterblichkeitsrate auswirkt, aber doch in nicht ganz unerheblichem Maße, wie es sich jetzt abzeichnet, wie die Faktenlage ist natürlich jetzt auch irgendwo immer mehr herauskristallisiert. Deshalb bei der Zählung für 2021, was die Gräber angeht, bin ich gespannt, wie sich das dann in Relation zu 2020, also das Jahr ohne die Impfung und dann das Jahr mit der Impfung, und wenn im Jahr mit der Impfung mehr Menschen verstorben sind als in dem Jahr ohne Impfung, dann muss man natürlich hier die Kausalität irgendwo herstellen und sich fragen, wo kommt hier der Zusammenhang her. Aber ich möchte Ihnen jetzt nicht die Laune verderben, wir haben es so schön. Wir gehen jetzt noch hier einmal um die Ecke, wie es da aussieht. Da ist noch eine andere Boutique, die geöffnet hat, finde ich auch prima. Das Musset Café ist auch sehr populär, ist halt eigentlich immer offen, also man
findet in Santa Gertrudis auf jeden Fall, egal zu welcher Jahreszeit, immer irgendwas, um es sich noch ein bisschen gut gehen zu lassen und die dörfliche Idylle zu genießen. Ja, hier ist noch der Kiosk, also der Schreibwarenladen, eigentlich eine unserer Verkaufsstellen, wenn wir in gedruckter Form erscheinen. Wir hoffen, dass es bald wieder der Fall sein wird. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, erfahren Sie mit als erstes davon, wenn es dann wieder die Printausgabe gibt. In der Zwischenzeit würde ich Sie bitten, gehen Sie einfach auf unsere Webseite, da finden Sie auch die ganz aktuellen Ausgaben, immer als Einzelausgabe oder auch als Abo fürs ganze Jahr, wo Sie dann die direkt in Ihr Postfach per E-Mail bekommen. Und in der Zwischenzeit vergessen Sie auch nicht, bitte hier den Kanal zu abonnieren, also hier direkt den YouTube-Kanal. Unten drunter das rote Balken, damit Sie dann auch informiert werden, wenn das nächste Video wieder erscheint und online geht. Und in dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt hier erstmal aus Santa Gertrudis. Es hat mich gefreut, dass Sie mit mir den kleinen Spaziergang durch den Ort gemacht haben. Es hat mich gefreut, dass ich da hinten von der Dame einen kleinen O-Ton bekommen habe und mal in ihren Laden reingucken durfte. Das war also nicht geplant. Deswegen heißt ja auch unsere Serie hier, unser Format Ibiza ungeschnitten, weil wir eben nichts schneiden. Deswegen kann alles Mögliche passieren. Katzen fallen vom Dach oder weiß es nicht, was uns so schon Bienen ins Mikro geflogen sind oder andere Stolperfallen technischer Art, die ich bitte zu verzeihen. Und ja, unsere eingestammten Zuschauer, die schätzen ja gerade auch das Format deswegen, weil wir eben nichts hinkünsteln, keine Effekthascherei betreiben, sondern einfach so, wie es ist. Ja, und unsere Expertise liegt nun mal in der Zeitung, also eine Zeitung herzustellen. Wir sind kein Fernsehen, daher möchten wir hier auf YouTube kein Fernsehen machen, sondern YouTube machen, und das gelingt uns eigentlich ganz gut. Lassen Sie uns einen Daumen hoch da, bitte. Das signalisiert YouTube, dass wir gute Inhalte verbreiten und rankt uns dann auch höher in den Suchergebnissen. Also da würden Sie uns mit einem kleinen Like oder mit einem Abonnieren schon richtig viel helfen. Ich freue mich ganz arg aufs nächste Video. Sag an dieser Stelle erstmal tschüss und hasta luego. Bye, bye.